Moin moin und herzlich willkommen zurück zu The Elder Scrolls Arena. Wir müssen hier nochmal... Ups, da bin ich so runtergefallen. Wir müssen hier jetzt Krypta der Herzen noch ein bisschen weiter erkunden. Keine Ahnung, was das hier jetzt alles sein soll. Ob ich hier irgendwie... jetzt hänge ich hier fest. Hänge hier fest. Ach, doch nicht. Ist hier aber irgendwo ein Weg weiterführt? Da hinten gibt es Lava, okay. Vielleicht müssen wir da hin. So. Da gab es aber einen Weg. Na komm, hol die Map. Hier unten waren wir noch nicht. Wir haben hier aber vieles noch gar nicht erkundet. Okay. Wir müssen schon hier hin. Jetzt war schon wieder. Ah, da hinten schon wieder ein Wolf. Ne, Todeshund. Todeshund waren das. So, dann machen wir den hier noch kaputt. So. Der hatte nichts. Und der hatte auch nichts. Oh, wir müssen wieder Shielding aktivieren. Wo haben wir Shielding? Shielding, da. Und nochmal Healing. Aber das war ein eigener Raum, okay, mit Lava. Aber hier gab es nichts, okay. Schade. Hätte mich wenigstens noch ein bisschen Loot gefreut, ja. Da gab es, glaube ich, nicht mal eine Tür, oder? Nicht mal eine Tür. Okay. Das heißt, den Weg wieder zurück. Hier gab es sonst nichts. Das heißt dann hier links und dann wieder links. Warum muss das aber auch immer so ruckeln? War es wirklich hier links? Nee, hier gab es gar keinen Weg. Das heißt, wir müssen da rein und dann wieder hier und dann Richtung Süden. Oder wir gehen hier auch mal nach Norden. Schauen uns hier mal ein bisschen um. Und wir haben... Nein, das wollte ich jetzt nicht. Und hier das große Stück haben wir auch noch gar nicht angefangen. Dann vielleicht Richtung Norden, ja. Ah, der Raum wieder. Gut, dann bleiben wir hier. Okay, den haben wir flott erledigt. So. Genau der Raum. Der Weg. Hier gibt's nichts. Was hier so eine Tür. Und uns das jetzt führt. Wieder zu spinnen. Da kommt schon die nächste. Und die haben nicht. Na, jetzt haben wir drei Wegemöglichkeiten. Links, rechts, geradeaus. Wir gehen erstmal hier rechts. Ja, hier springen wäre keine gute Idee. Da gibt es auch eine Tür, aber das
Wäre wirklich absolut gar keine gute Idee, hier jetzt irgendwie groß rumzuspringen. Oder? Warte, wir haben doch hier Levitation irgendwo, oder nicht? Gauntlets of Levitation hatten. Kann man die vielleicht benutzen? Wenn wir die ja haben. Genau. Ah, ich wollte schon sagen. Hänge ich hier jetzt fest oder wie? Sind wir zumindest hier jetzt weiter? Ah, Buckler brauchen wir nicht. Natürlich, der. Und noch ein Höllenhund. Okay, hier sind relativ wenig, bis gar keine Schätze. Aber hier ist eine geheime Tür. Aber da müssen wir jetzt noch nicht unbedingt hin. Ah, woher kommen die denn jetzt? Noch nicht. Hier jetzt. So, dann sind wir wieder in dem Raum. Der hier fehlt uns noch, hier der Bereich. Könnten wir rein. Ist ja noch ein Geist. Jetzt nochmal Shielding und Healing True. Ne, das wollte ich jetzt nicht nochmal. Ich wollte jetzt hier nochmal schauen. Genau. Hier müssen wir jetzt nach links. Hier ist gar nichts. Aber um die Karte zu vervollständigen, gehen wir trotzdem da einfach mal mit rein. Dann gehen wir hier mal hin. Okay, wir können aber hier mal rum. Und dann müssen wir wieder den Weg hier hingehen. Ah, da ist auch noch einer. Shielding und Heal True. Und dann nochmal Potion. Boah. Das war jetzt bitter. Okay, was bringt es mir jetzt hier zu sein? Schauen wir mal. Schlüssel ist hier nicht. Nix. Und jetzt fallen wir runter, natürlich. Okay, dann haben wir den Abschnitt schon erledigt hier. Wir könnten rein theoretisch den Weg wieder aufsuchen, aber hier fehlt noch der ganze Bereich hier. Ja. Schnellste wäre, wenn wir hier durch die Höllenhunde gehen, wo die ordentlich auf uns ballern. Und wir dann ordentlich hier Leben verlieren. Ich würde sagen, wir machen hier einen Save Point, falls wir jetzt drauf gehen sollten. Dass wir direkt hier wieder anfangen. Oh, keine Höllenhunde mehr.
Doch. Nein, nicht runterfallen. So. Und jetzt noch mal Healing. Schauen wir noch mal genau durch die Tür und dann Richtung Osten oder Richtung Süden können wir auch noch mal. Ah, da ist ja noch einer. Healing Crew und hallo. Schon sagen, ich drücke jetzt auf die falsche Taste die ganze Zeit. Nochmal Healing Crew. Oh, nein. Okay, den haben wir immerhin erledigt. Und nochmal Gold und ein Wackelzacki. Gehen wir mal lang. Wir sagen vielleicht. Na, wir gehen erstmal nach rechts. Oh. Der hat mich jetzt erschrocken. Da ist ja noch einer. Wie viele sind denn hier von denen? Ist aber ein riesen Raum. Oder doch nicht? Okay, wo sind die Spinnen? Ah nee, hier ist ja noch eine Geheimtür. Ist klar. Aha. Glaube, wir sind hier sogar richtig. Nehmen wir erstmal alles mit. Alles Loot ist alles. Steht hier kostenlos zur Verfügung. Ist das da wichtig hier? Warte mal. Nee, anscheinend nicht. Das ist doch nicht so wichtig. Aber okay. You come up with a strange sight. Humans have evidently been killed. Ach, hier hängt er fest. 49 Gold, immerhin. So, jetzt ist er tot. Hat nichts. Aber das war schon ein richtiger Ort, wo wir hin mussten. Ja, hier wieder Skelette. An
the other side of the lava run are temple walls with inscriptions that seem to twist your very thoughts towards baser instincts. The smell of death lingers in the head air. Drums can be heard in the distance. Also die Drums, die höre ich direkt hier. Die höre ich nicht in der Distanz. Ich würde sagen, wir setzen das hier nochmal an. So. Der hat nichts. Ah, okay, aber das ist schon mal hier richtig, wo wir sind. Okay, sind das irgendwelche Gefängniszellen oder sowas? Hier ist die Tür. Aha. Wir haben hier wieder so einen dädrischen Artefakt. Aber leider kann ich die nicht looten, oder ich weiß nicht, wie man die lootet. Okay, aber wir haben hier noch einen Raum. Hier irgendwie noch einen Weg oder einen Raum. Nein, das wollte ich jetzt nicht. Okay, aber das war das erste Wichtige. Das war dann wahrscheinlich das zweite Wichtige. Wahrscheinlich müssen wir von hierhin irgendwie kommen. Und da ist das nächste Wichtige wahrscheinlich. Ach ne, der schon wieder. Schnell weg. War hier jetzt irgendwo ein Weg? Hier war eine Tür hinter mir. Hier ist sie. Da ist wieder dieser Geist. Und weg ist er. Hier vielleicht noch eine Tür. Abgesehen von dem da. Dass man da reingehen. Ich glaube, viel werden wir hier nicht finden. Schatz. Ja, der hat nichts, ich weiß. So, das wollen wir aber haben. Aber weiter hat der jetzt auch nicht geführt, ne? Nee. Nur zu einem Schatz. Wir hatten da hinten aber auf der Seite noch irgendwie ein, zwei Türen gehabt. Genau, hier eine gleich rechts und da oben dann eine Richtung Osten. Ui, haben wir wieder ein Schätzele. Und wieder so eine nervige Spinne. Der ballert hier. Oh. Hier haben wir die Geheimtür. Aber ich würde sagen, wir gehen lieber den Weg wieder zurück. Bis hierhin. Dann schauen wir uns erstmal hier im Süden um.
Dann weiter hier Richtung Westen. War die Tür? Weise. Na komm, ich will. Ja. David? Ich habe irgendwas ganz leise gehört gehabt. Wo waren die Tür jetzt? Ist auch interessant. Genau hier jetzt rein. Hier sind keine neuen Gegner. Okay, das ist immerhin gut. Und dann hier müssen wir gleich irgendwo links. Hier noch nicht. Hier. Ich glaube, hier machen wir eben auch nochmal ein Safe Game. Auf 2. Oh, nee. Wo kommen die noch auf einmal? Spielding. Und nochmal Heal True. Der hatte nichts. Und der hatte auch nichts. Und bei Zombies habe ich immer Angst, dass die hier bei mir Diseased machen. Und die dann deswegen hier unterwegs eventuell drauf gehen kann. Ja, schon wieder. So, wie viele Erfahrungspunkte haben wir jetzt? 6,1 Millionen. Und wir sind immer noch nicht auf Level 20 hochgestiegen. Was bringt es mir jetzt hier zu sein? Hat mir jetzt echt nichts gebracht, hier zu sein, ey. Das ist jetzt enttäuschend. Okay, dann hier nach links. Gibt es hier eine geheime Tür irgendwo? Ja, gibt es hier tatsächlich. Und dahinter ist wieder Lava irgendwo. Na komm. Wie viel tragen wir jetzt? 159 von 199. Okay, jetzt ist die Frage, wie kommen wir in den Bereich? Oder geht es noch weiter Richtung Süden? Nee, noch weiter Richtung Süden geht es nicht. Vielleicht bräuchten wir irgendwas, was mit Passwort zu tun hat. Dass wir dahin durch können. Schauen wir mal. Gehen wir mal durch diese Tür. Gucken, wie wir dann da runterkommen. Oh. Direkt von zwei Geistern hier attackiert. In the middle of the sea of the lava stands a temple. You can see its rune inscripted walls shimmering in the heat.
Also, hier sind wir richtig. Ihr wisst, was das heißt. Save Game. So, dann trinke ich eben noch mal einen Schluck. Und dann gehen wir hier mal durch. Beziehungsweise, ich habe eine bessere Idee. Levitation! So, mal schauen, was wir hier alles finden. So, wo ist denn der Troll? Irgendwo hier bestimmt. Da haben, ne? Hier haben wir Geister. Ah, hinter mir ist auch noch einer. Oh, hier. Hinter haben wir. Schätzele. Ja, da haben wir wieder einen Geist. So, jetzt noch mal ganz schnell wieder Healing Crew. So, wie viel haben wir jetzt hiervon entdeckt? Ah, ist aber ordentlich viel. Das war der Tempel. Und ich glaube, wir müssen hinterm Tempel irgendwie hin. Ah, hier geht's doch dahin. Okay, und ich dachte, das wäre schon das südlichste, aber nee. Ich mache mir jetzt Sorgen, dass meine Levitation gleich wieder verbraucht ist. Genau jetzt, genau jetzt, genau jetzt. Nein, 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 nein. Boah. Schnell nochmal Healing True. Nochmal. Und Shielding. Und jetzt nochmal Levitation. Irgendwo höre ich da was. Ja, der Troll ist mir egal. Okay. Ah, hier haben wir eine Tür. Und da ist der nächste Troll. Ach, Stab brauchen wir nicht. Okay. Bringt es mir jetzt was hier zu sein? Hier sind Türen. Komm, ich will dran vorbei. Diese Geister. Es bringt mir was, hier zu sein. Wo ist er denn? Ah, da sind sie beide. Dein Ernst? Liegen geblieben.